Das hier ist das HTC Titan, eines der neuesten HTC-Handys mit Windows Phone 7.5 Mango. In der Verpackung befinden sich neben dem eigentlichen Gerät noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel das Netzteil, um das Gerät aufzuladen, mit dazugehörigem Kabel, damit man es auch an den Computer anschließen kann. Außerdem liefert HTC ein paar Kopfhörer mit zusätzlichen Accessoires mit. Außerdem befinden sich in der Verpackung noch viele Informationen rund um das Handy und ein Benutzerhandbuch in Form einer CD. Doch schauen wir uns das Gerät nun mal ein wenig näher an. Auf der Oberseite findet man neben einem großen Lautsprecher noch eine kleine Webcam für beispielsweise Videotelefonie. Außerdem bietet das Handy ein 4,7 Zoll großes Display und die klassischen Windows Phone-Tasten. Auf der Rückseite bietet das Handy eine große 8-Megapixel-Kamera und einen LED-Doppelblitz. Außerdem einen Lautsprecher. Natürlich gibt es auch einen An- und Ausknopf und einen Anschluss für Kopfhörer. Außerdem selbstverständlich noch eine Kamerataste und eine Lautstärke-Wippe. Öffnen sowie Einlegen des Akkus und der SIM-Karte geschieht alles auf der Rückseite. Das Handy läuft wie gesagt in der aktuellen Version Windows Phone 7.5 Mango. Der Homescreen läuft flüssig und ohne Ruckler. Der Screen ist ordentlich gestaltet und es ist nicht gerade schwer, auf irgendwelche Anwendungen zuzugreifen. Auch die Kamera bietet viele Funktionen, wie zum Beispiel eine Panoramaaufnahme, eine Mehrfachaufnahme und verschiedene Einstellungen wie in der Helligkeit, dem Kontrast und der Sättigung des Bildes. Besonders das Surfen im Internet macht mit dem Riesendisplay sehr viel Spaß. Aber auch mit Wiedergabe von Filmen und Musik hat das Handy keinerlei Probleme. Kommen wir nun zum Fazit. Mir persönlich gefällt das neue HTC-Handy sehr, sehr gut. Es bietet nicht nur ein großes Display, sondern auch viele Funktionen mit einzelnen Einstellungsmöglichkeiten. Besonders für Internet und große Apps ist das Handy sehr gut geeignet. Und auch beim Preis kann man nicht weiter meckern. Schon ab 360 Euro ist es im Handel zu haben. Aus diesem Grund ist das Handy wirklich empfehlenswert.